Ja, schönen guten Tag. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt, dass ich zu diesem großartigen Anlass hier die Festrede halten darf. Ich glaube, das ist der passendere Ausdruck als die Keynote, weil es geht ja um ein Fest. Und ich fühle mich wirklich geehrt deswegen, weil es gibt ja eine ganz, ganz enge Verwandtschaft zwischen dem, was Organisationen wie Lobby Control machen und dem, was ich kritischen Journalismus nenne. Es gibt, wenn man so will, eine natürliche, enge Verwandtschaft. Darum freue ich mich sehr. 10 Jahre. Eigentlich kaum zu glauben. Ich erinnere mich noch gut an damals, als Uli Müller und Heidi Bank, die damals noch Heidi Klein hieß, mich zu einer der ersten Pressekonferenzen eingeladen hatten, um ein paar unterstützende Worte zu sagen. Und ganz ehrlich, ich wünschte dem Vorhaben zwar alles Gute, aber so richtig dran geglaubt habe ich nicht. Allzu hoch erschienen mir die Hürden und auf dem Weg zur öffentlichen Wahrnehmung und erst recht zu tatsächlicher politischer Wirkung. Der Irrtum hätte größer nicht sein können und das ist gut so. Heute ist Lobby Control ein bekannter Akteur auf der politischen Bühne. Die Mitarbeiter werden regelmäßig zitiert, werden als Experten geladen oder treten in Talkshows auf. Und seien es die sogenannten Nebentätigkeiten der Bundestagsabgeordneten oder die Entlarvung der politischen Führungskräfte als Lobbyisten im Amt, die mit der Aussicht auf lukrative Jobs in den Konzernen geködert werden, sei es die als Lernhilfe getarnte Gehirnwäsche für unsere Kinder an den Schulen durch manipulative Unterrichtsmaterialien oder aber ganz wichtig die verdeckte PR in sozialen Medien. All diese dunklen Seiten des Lobbyismus hat Lobby Control öffentlich gemacht und damit auch ganz wesentlich die politische Agenda mitbestimmt. Agenda-Setting ist wichtig und gar nichts Schlimmes. Und erst gestern ist ein ganz großer Sieg dazugekommen. Ich habe vorhin erfahren, dass das sich hier noch gar nicht rumgesprochen hat. Das Oberverwaltungsgericht Berlin hat abschließend und rechtskräftig entschieden, dass alle Bundestagsfraktionen und eben auch die Union offenlegen muss, wem sie Hausausweise für den freien Zugang zum Bundestag gewähren. Künftig dürfen wir wenigstens wissen, welche Lobbyisten dieses Privileg genießen. In diesem Fall war Lobby Control zwar nicht der Kläger, sondern dank meines sehr geschätzten Kollegen Jost Müller-Neuhoff der Tagesspiegel. Aber sicher ist, dass ohne die Arbeit von Lobby Control das niemals so weit gekommen wäre. Und das kann man gar nicht genug loben. Dafür ein großes Dankeschön. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, bei all dem ist eine verblüffende und paradoxe Entwicklung zu beobachten. Ja, das Problem der intransparenten und unkontrollierten Einflussnahme von starken wirtschaftlichen Akteuren wird inzwischen viel intensiver wahrgenommen und diskutiert als vor 10 Jahren, keine Frage. Nie wussten wir so viel über die verborgene Mechanik des Lobbyismus wie heute. Aber gleichzeitig wird das zugrunde liegende Problem immer größer. Der Zugriff organisierter wirtschaftlicher Interessen auf die Gestaltung von Gesetzen und Regeln nimmt zu und nicht ab. Und das, obwohl wir vielfach die Akteure und die personellen Verflechtungen zwischen Konzernen, staatlicher Bürokratie und der Politikelite ziemlich genau kennen. Ein herausragendes Beispiel ist die Finanzindustrie. 7 Jahre ist es jetzt schon her, dass die Lenker der globalen Kapitalströme die Weltwirtschaft in die schlimmste Rezession seit 1930 stürzten. Zig Millionen Menschen rund um die Welt haben ihren Arbeitsplatz verloren. Der wirtschaftliche Schaden aus verlorener Wirtschaftsleistung beziffern Fachleute nur in den Vereinigten Staaten auf mehr als 10 Billionen Dollar. Das sind 10 mal 1000 mal 1000 Millionen. In Europa war der Schaden vermutlich sogar noch größer. Allein die Bankenrettung in Deutschland wird am Ende mindestens 60 Milliarden, vielleicht sogar 100 Milliarden Euro kosten. Das ist doppelt so viel wie der Jahresetat aller deutschen Universitäten zusammen. Und heute, 7 Jahre nach dem Crash, hat die Wirtschaftsleistung der Eurozone noch nicht mal das Niveau von 2008 wieder erreicht. Allein das wäre ja nun wirklich ein ausreichender Grund, die Finanzbranche radikal zu reformieren, um eine Wiederholung dieser Katastrophe auszuschließen. Keine geringere als Angela Merkel brachte die zentrale Maxime
dieser Re-Regulierung im September 2009 auf die passende Kurzformel. Ich zitiere: Nie wieder darf eine Bank so groß sein, dass sie Staaten erpressen kann. Das ist der wichtigste Punkt, sagte Frau Merkel. Doch genau an diesem Punkt ist es der Finanzlobby gelungen, alle relevanten Reformvorschläge zu blockieren. Gesetzesvorschläge zur Zerschlagung systemgefährdender Finanzkonzerne wurden gar nicht erst vorgelegt. Und jene Reformen, die wenigstens das Risikogeschäft mit Wertpapieren vom übrigen Einlagen- und Kreditgeschäft trennen sollten, wurden, obwohl von höchster Stelle und von prominenten Kommissionen vorgeschlagen, so weit verwässert, dass sie jetzt außer der zusätzlichen bürokratischen Aufwand für die Aufseher gar nichts bringen werden. Das heißt, der wichtigste Punkt, den die Kanzlerin benannt hatte, wurde gar nicht erst angegangen. Ja, schlimmer noch, die Systembanken und die Versicherungen, also jene, die im Krisenfall freien Zugriff auf die Staatskassen bekommen, sind heute sogar noch größer und mächtiger als 2008. Das ist angesichts des ungeheuren angerichteten Schadens ein Politikversagen, wie man es sich schlimmer gar nicht vorstellen kann. Und ganz sicher ist es auch die Folge der Tatsache, dass die führenden Manager der globalen Finanzkonzerne quasi eine Standleitung ins Berliner Kanzleramt, ins Weiße Haus oder das Brüsseler Berlaymont haben, dem Sitz der EU-Kommission. Und gewiss gab und gibt es dort eine Menge Gespräche und Korrespondenz, die, wenn sie veröffentlicht werden müssten, für die betroffenen Politiker und Beamten hochnotpeinlich wären. Aber hätte das am Ergebnis am Ende wirklich was geändert? Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Ich habe ein bisschen eine Übersteuerung drin. Könnt ihr die raus? Dankeschön. Ein weiterer Fall, der jeden Steuerzahler eigentlich zur Weißglut treiben muss, ist die Steuerflucht der transnationalen Konzerne. Das Problem ist jetzt seit Jahrzehnten bekannt. Ich selbst habe schon vor 20 Jahren das erste Mal darüber geschrieben. Unter Anleitung des Kartells der vier Prüfungskonzerne PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young und Deloitte spielen die großen Weltunternehmen die Nationalstaaten systematisch gegeneinander aus, und zwar insbesondere in Europa, und ergaunern sich, man muss es wirklich so nennen, und ergaunern sich Steuersätze von 1% und weniger. Das ist eine unerträgliche Ungerechtigkeit, wenn man etwa die brutale und menschenverachtende Kürzung der Ausgaben im Gesundheitswesen der überschuldeten Länder der Eurozone dagegen hält. Den Staatskassen der EU-Länder entgehen nur durch diese organisierte Steuerflucht der Konzerne nach Kalkulation des Sonderausschusses des Europaparlaments mindestens 50 Milliarden Euro im Jahr, wahrscheinlich sogar weit mehr. Und auch dieser Umstand ist doch eigentlich allemal ein ausreichender Grund für eine radikale Reform, die mit diesem Unfug ein für allemal aufräumt. Und wer das noch nicht kapiert hatte, dem boten die Enthüllungen im Rahmen der LuxLeaks-Affäre vor einem Jahr noch einmal ausreichend Anschauungsmaterial. Darum gab es ja auch den Sonderausschuss des Europaparlaments. Aber was hat sich jetzt nach gefühlten 100 Studien der OECD und zahlreicher NGOs zum Thema, nach Dutzenden von Anhörungen und Sonntagsreden tatsächlich geändert? Die Antwort lautet auch hier: fast nichts. Ja, die EU-Staaten haben beschlossen, sich künftig gegenseitig über die Steuerdeals zu unterrichten, die sie den jeweiligen Konzernniederlassungen bieten. Aber wissen dürfen davon nur die Finanzbehörden. Mit anderen Worten, man unterrichtet sich künftig gegenseitig, wie die Beihilfe zur Steuerflucht abläuft, aber alles bleibt geheim. Das heißt, ein Zwang zum politischen Handeln wird daraus gar nicht erwachsen. Und über all diesem regieren Figuren wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker oder aber der schon erwähnte niederländische Finanzminister Jeroen Dijsselbloem, die skrupellos dieses amoralische Geschäft auf die Spitze getrieben haben und dennoch völlig unangefochten ihre Ämter ausüben. Letzterer, Herr Dijsselbloem, bringt es sogar fertig, als Chef der Eurogruppe von den Griechen den Aufbau eines ordentlichen Steuersystems zu fordern, während die in Griechenland tätigen internationalen Konzerne mit ausdrücklicher Billigung seines Ministeriums ihre in Griechenland erzielten Gewinne über niederländische Briefkastenfirmen steuerfrei außer Landes schaffen. Ich gebe zu, bei diesem Abgrund an Heuchelei und gerade wenn ich an die Not in Griechenland denke, wünsche ich mir manchmal, ich würde Herrn Dijsselbloem doch auch mal gerne allein im Dunkeln begegnen. Aber ganz im Ernst, im Grunde muss sich doch jeder aufmerksame Zeitungsleser fragen: Hey, was läuft hier eigentlich?
Schließlich sind das ja nur zwei von hunderten vergleichbarer Fälle. Denken Sie nur an die Autoindustrie und ihren Abgasschwindel. Dass die offiziellen angegebenen Abgaswerte nicht stimmen, das hat das Umweltbundesamt schon vor 10 Jahren angeprangert. Und trotzdem geschah nichts, im Gegenteil. Ja? Stattdessen läuft die fortwährende Verbrüderung der gesamten Politikelite mit den Autoherstellern. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann der letzte deutsche Regierungschef im Kanzleramt war, der sich nicht Autokanzler nennen ließ. Ja? Ein Phänomen, das auch vor den Grünen nicht Halt macht. Siehe Baden-Württembergs Ministerpräsident Manfred Kretschmann. Und genauso ist es ja auch mit allen anderen Branchen. Ich könnte Stunden damit verbringen, Geschichten aufzuzählen, die vom immer weiter wachsenden Einfluss der Großunternehmen und ihrer Kapitaleigner auf die Politik zeugen. Und für viele Zeitgenossen sieht das so aus, als seien die Verantwortlichen eben gekauft oder korrupt und es mangele einfach an öffentlicher Moral und ehrlichen Leuten an der Spitze. Und ich wünschte, sie hätten recht. Denn wenn das so wäre, dann würde es ja genügen, darauf zu dringen, das politische Personal auszutauschen und alles würde gut. Doch leider ist es nicht so einfach. Tatsächlich sind diese illegitimen, zuweilen sogar illegalen Übergriffe der Wirtschaftsmächtigen auf die Regierungen und die Parlamente hinter dem Rücken der Bürger Ausdruck einer langfristigen Fehlentwicklung, die sich fortwährend beschleunigt. Das hat schon in den 70er Jahren mit der Aufhebung der festen Wechselkurse und den Kontrollen im internationalen Kapitalverkehr begonnen. Und in der Folge entwickelte sich das, was dann später unter dem Stichwort Standortwettbewerb Teil der Politik wurde, also die Konkurrenz der Staaten um Investoren und Kapital. Und seine volle Wucht entfaltete das nach dem Fall der Mauer und der Integration des früheren Ostblocks und Chinas in die Weltwirtschaft. Und seitdem befinden sich alle Industriegesellschaften auf einer schiefen Bahn, die immer tiefer hineinführt in die völlige Unterwerfung aller Politik unter die Logik des mobilen Kapitals. Kein Politiker, keine Partei wagt es mehr, sich ernsthaft dagegen zu stemmen. Dann, jedenfalls dann, wenn sie in der Regierungsverantwortung stehen. Nicht mal die Linkspartei, man schaue nur in die Lausitz und den Kampf der Linken um die Fortführung des Braunkohlewahnsinns. Und das ist eben keine Frage der persönlichen Integrität, sondern dahinter steht ganz schlicht die berechtigte Furcht vor Kapitalentzug und dem Verlust von Jobs, über die jede Regierung auch zu Fall gebracht werden kann. Und nur so kann ich mir erklären, warum etwa Europas Sozialdemokraten durchweg von Helsinki bis Athen das ursozialdemokratische Ziel der Gerechtigkeit bei der Verteilung von Einkommen und Vermögen aufgeben und sich lieber tendenziell selbst abschaffen, als mit einer deutlich erhöhten Besteuerung von Kapitaleinkommen und Vermögen der wachsenden Ungleichheit entgegenzuwirken. Ein Paradefall für diesen Vorgang ist Sigmar Gabriel. Der Mann ist gewiss nicht dumm und auch nicht gekauft. Ich habe ihn einst, damals noch in Niedersachsen, als blitzgescheiten, belesenen und überzeugten Sozialdemokraten kennengelernt. Aber nun, als Bundeswirtschaftsminister, verkauft er seine politische Seele für einen monströsen Anschlag auf die Demokratie namens TTIP, das sogenannte transatlantische Freihandelsabkommen. Selbst in seiner eigenen Partei haben die meisten Mitglieder inzwischen verstanden, dass TTIP mit Freihandel und der Schaffung von Arbeitsplätzen etwa so viel zu tun hat wie die Dieselmotoren von VW mit dem Umweltschutz, nämlich gar nichts. Stattdessen geht es um die Einrichtung von Instanzen und Gremien, die transnationalen Unternehmen und ihre Armee von Anwälten noch mehr Macht und Einfluss verschaffen sollen. Die umstrittenen Schiedsgerichte, ja, die Kapitalgesellschaften eine Art supranationale Paralleljustiz bieten sollen, die sind ja nur ein Element von vielen. Weit schwerer noch wiegt die geplante regulatorische Kooperation. Das klingt komplex, aber das ist perfide. Da ist vorgesehen, dass sich die Aufsichtsbehörden der USA und der EU künftig über alle geplanten Regeln und Gesetzentwürfe, die irgendwelche Produkte und Dienstleistungen betreffen, in geheimtagenden Ausschüssen verständigen, ob sie das wollen oder nicht, und das noch bevor irgendein Parlament und die Öffentlichkeit von diesen Planungen überhaupt erfährt. Ich meine, das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Da werden Instanzen geschaffen jenseits aller Demokratie und rechtsstaatlichen Verfassung. Kürzlich hat die EU-Kommission jetzt ihren eigenen Textentwurf für dieses Kapitel des Abkommens vorgelegt. Und da geht sie sogar noch weiter. Denn darin ist jetzt vorgesehen, dass sich beide Seiten, also die USA und die EU, darüber hinaus auch noch verpflichten,
alle Vorschläge, die in einem der rund geschätzt 1000 vorgelagerten Gremien, also von der OECD bis zu den internationalen Ausschüssen zur Vereinbarung aller möglicher technischer Normen verabschiedet werden, dass diese Beschlüsse aus diesen Gremien automatisch Gesetzeskraft bekommen sollen, also ganz ohne parlamentarisches Verfahren. Käme es dazu, wäre das ein Einfallstor für Wirtschaftslobbyismus, wie es das überhaupt noch nie gab. Es wäre gar nicht mehr nötig, Minister und Abgeordnete unter Druck zu setzen oder irgendwie mitzunehmen oder so, sondern man könnte das Ganze noch ohne öffentliche Auseinandersetzung machen. Die meisten Anliegen könnten diskret unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgesetzt werden. Passend dazu hat die EU-Kommission ein Programm gestartet, das unter dem unscheinbaren Titel Better Regulation, bessere Regulierung, daherkommt. Damit, so verspricht es Franz Timmermans, der Vizepräsident der EU-Kommission und auch er, ein früherer Sozialdemokrat, damit soll verhindert werden, dass allzu viele oder gar unnütze Vorschriften verabschiedet werden, die den Bürgern das Leben schwer machen. Das klingt gut und ist doch grob irreführend. Denn das Instrument für diesen Zweck soll wiederum ein anonymer Ausschuss aus Beamten und extern berufenen Experten sein, die ermächtigt werden, geplante Regeln und Gesetzentwürfe abzusegnen oder abzulehnen, indem sie für alle Richtlinien und Verordnungen der EU eine Kosten-Nutzen-Abwägung durchführen. Und wie das ausgeht, kennt man aus den USA. Die Kosten, die in der Regel von Herstellern und Dienstleistern zu tragen sind, sind leicht in Euro und Cent zu kalkulieren und dabei natürlich auch leicht aufzublähen. Der Nutzen dagegen, der zum Beispiel in einem besseren Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer und Verbraucher besteht, ist allenfalls langfristig und nur unter schwer prüfbaren Annahmen zu errechnen oder zu ermitteln. Und damit sind die nötigen Gutachten für diesen Prozess natürlich ein erneutes weiteres Einfallstor für Einflussnahme von wirtschaftlichen Akteuren. Denn unabhängige Experten in dem Sinne gibt es für die allermeisten Produkte und Dienstleistungen gar nicht, weil diejenigen, die sich da wirklich auskennen, in der Regel mittelbar oder indirekt im Diensten der jeweiligen Industrie stehen. Das heißt, die Kommission legt sich mit diesem Verfahren selbst eine Kette um und schon ist klar, dass die Abteilungen für Umwelt, Klima und Verbraucherschutz die Verlierer sein werden. Das Programm geht aber noch viel weiter. Herr Timmermans fordert nämlich jetzt, dass nicht nur die Kommissionsabteilungen, sondern auch das Parlament sich diesem Regime unterwirft. Und geht es nach ihm, dann sollen die EU-Parlamentarier, bevor sie es wagen, einen Kommissionsentwurf zu ändern, womöglich gar zu verschärfen, wie das zum Beispiel bei der Regulierung der Finanzspekulation auf Lebensmittel passiert ist, dann sollen sie diese Änderungen auch erst durch diesen Kosten-Nutzen-Apparat prüfen lassen. Und nur wenn der grünes Licht gibt, sollen die Änderungen rechtskräftig werden. Das Verfahren ist noch in der Verhandlung. Insofern, das kann man noch verhindern. Aber zu befürchten ist, dass Parlamentspräsident Martin Schulz, auch so ein gewendeter Sozialdemokrat, auch diese weitere Kastration des Parlaments durchdrücken wird. Genauso wie er vergangene Woche verhindert hat, dass der Sonderausschuss zur Steuerflucht der Konzerne fortgesetzt wird, nur damit seinem Kumpel Jean-Claude Juncker der Rücken freigehalten wird. Dieser Vorgang zeigt auch an, wohin die Reise geht. Gerade weil die Macht der Wirtschaftselite und ihrer Agenten in den Apparaten auf wachsenden Widerstand trifft, betreiben diese umso intensiver die Schaffung und Nutzung von Instanzen, mit deren Hilfe sie sich der Kontrolle gleich ganz entziehen können. Ein herausragender Fall war da auch die Schaffung der Troika aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission zur Durchsetzung der Schockprogramme in den Krisenländern der Eurozone. Dieses Beamtenheer, was da eingesetzt wurde von der Eurogruppe, seinerseits ein informelles Gremium ohne jede Rechtsgrundlage, war und ist noch nicht mal Teil des europäischen Rechtssystems. Vielmehr entscheiden da weitgehend unbekannte Beamte, die keinem Parlament und nicht mal dem Rechnungshof rechenschaftspflichtig sind, über das Schicksal von Millionen. Und niemand, auch nicht der Europäische Gerichtshof, kann sie zur Rechenschaft ziehen. Selbst dann nicht, wenn man ihnen die Verstrickung in korrupte Deals nachweisen könnte. Die Herren und einige wenige Damen genießen nämlich diplomatische Immunität. Wenn Macht so unkontrolliert ausgeübt werden kann, dann öffnet das Missbrauch Tür und Tor und hat natürlich unvermeidlich auch dazu geführt, dass völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit
selbst absurde Lobbyinteressen eins zu eins umgesetzt werden in den Krisenländern, ohne dass es überhaupt noch eine Überprüfung gibt. Das jüngste Beispiel, auf das ich stieß, ich kann Ihnen das leider nicht ersparen, aber es war so elektrisierend, ja, war die Sache mit der Milch in Griechenland. Wer von Ihnen kennt die Sache mit der Milch in Griechenland? Keiner, ne? Dachte ich mir schon. In Griechenland galt, dass Frischmilch im Supermarkt nicht länger als 5 Tage nach der Abfüllung gelagert werden darf. Das hieß, dass in den griechischen Märkten praktisch nur griechische Frischmilch verkauft wurde. Das bedeutete aber auch, dass die großen Ketten wie Lidl zum Beispiel keine billige Überschussmilch aus Deutschland und Holland vermarkten können in Griechenland, mit der sie natürlich weit größere Gewinnspannen hätten einstreichen können als beim Kauf bei griechischen Molkereien. Also was geschah? Das jüngste Memorandum of Understanding, wie diese Zwangsverträge irreführend euphemistisch heißen, das jetzt nach der Verhandlung oder Verwandlung von Griechenland in ein Protektorat der Eurozone umgesetzt wird, dieses jüngste Memorandum verlangt nun, dass diese frische Pflicht einfach ersatzlos abgeschafft wird. Und so ist es nun auch passiert. Und in der Folge werden griechische Bauern und Molkereien Marktanteile, Jobs und Einkommen verlieren und genauso der Staat an Steuereinnahmen. Das Ganze ist an wirtschaftlicher Irrationalität kaum zu überbieten, aber die Griechen haben keine andere Wahl und glücklicherweise ist ja das Europaparlament auch gar nicht zuständig. In die gleiche Kategorie fällt der ungeheuerliche Machtzuwachs der Europäischen Zentralbank. Dass die Zentralbank in geldpolitischen Entscheidungen unabhängig ist, hat seine historische Begründung. Wenn Regierungen direkten Zugriff auf die Geldschöpfung hatten, ging das oft schief. Doch im Gefolge der Eurokrise ist den EZB-Direktoren eine Macht zugewachsen, die allen demokratischen Prinzipien Hohn spricht. Der EZB-Vorstand hat in alleiniger Verantwortung entschieden, in Griechenland eine Bankenpanik zu erzeugen, mit der die dortige linke Regierung so lange erpresst wurde, bis sie bereit war, das Gegenteil von dem zu tun, wofür die Bürger vorher gestimmt hatten. Und jetzt, im Zuge des massenhaften Aufkaufs von Staatsanleihen, wo die EZB versucht, die Deflation zu bekämpfen, die sie vorher mit ihrer eigenen Politik in der Troika erzeugt hat, jetzt kann der EZB-Vorstand in alleiniger Regie, ohne jede Kontrollinstanz entscheiden, was mit den Zinseinnahmen von mindestens 20, nächstes Jahr wahrscheinlich dann schon 40 Milliarden Euro geschehen wird. 40 Milliarden Euro in freier Verfügbarkeit eines Direktoriums, was von niemandem gewählt wird, von niemandem abgesetzt werden kann und keinem Rechnungshof irgendwas abliefern muss. Das ist ein irrer Vorgang. Gleichzeitig ist aber ausgerechnet Mario Draghi, der Präsident der EZB, Mitglied einer der einflussreichsten Lobbygremien der Welt, der Group of 30. Was die Group of 30 ist, kann keiner besser beschreiben als mein Kollege Norbert Hering vom Handelsblatt. Darum hier ein kleiner Auszug aus seinem Blog. In der G30, so nennen die sich, gibt es 10 ehemalige Zentralbanker, die heute zumeist sehr hohes Salär als Topmanager einer internationalen Finanzinstitution verdienen. Neben den 10 Bankern, die früher Zentralbanker waren, gibt es umgekehrt noch 3 aktive Zentralbanker, die früher hochkarätige Privatbanker waren, und zwar alle bei der gleichen Firma, Goldman Sachs. Es sind dies die Präsidenten von 3 der wichtigsten Zentralbanken der westlichen Welt. Neben Draghi auch der Chef der Bank of England, Mark Carney, und der Chef der Federal Reserve, New York, William Dudley, der für die Aufsicht über die Wall Street zuständig ist. Und was machen sie da? Sie erarbeiten unter anderem gemeinsam Studien darüber, wie gute Aufsicht über diese großen internationalen Finanzinstitute auszusehen hat, und veröffentlichen das Ergebnis, damit die Banker und Aufseher der unteren Ebene wissen, wie sie sich verhalten sollen. Allein schon diese wenigen Fakten sprechen für sich. Liebe Freunde, liebe Aktivisten, liebe Unterstützer von Lobby Control, wenn man sich all das vor Augen führt, von TTIP bis Troika, von Better Regulation bis EZB, dann entsteht ein erschreckendes Bild. Hier erhebt eine Diktatur der Wirtschaftselite und ihrer Technokraten ihr Haupt, die wir auf gar keinen Fall zulassen dürfen. Nicht nur, dass damit die Gesellschaft immer ungerechter wird. Zugleich sind diese Fehlentwicklungen auch ein direkter Antrieb für Antieuropäer und Rechtspopulisten. Die Formel wir gegen die Elite, ja, die zündet nicht nur bei Linken, sondern auch bei denen, die das dann gleich noch mit Rassismus und dem Ruf nach autoritärer Führung verknüpfen. Und darum halte ich es für ausgemacht, wenn es nicht gelingt, diese
permanente Erosion der Demokratie zu stoppen, dann werden sich immer mehr Menschen von der Idee des geeinten Europa und den Prinzipien der offenen Gesellschaft abwenden und ihre Stimme jenen geben, die das Heil in nationaler Abschottung und autoritärer Führung versprechen. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch in einem der Kernländer Europas Figuren wie Marine Le Pen an die Macht kommen, die der Unmenschlichkeit den Weg bahnen und sich vermutlich, genauso wie einst die Nazis, am Ende doch mit den Wirtschaftsmächtigen arrangieren werden. Ja, ich weiß, das klingt jetzt alles nicht gut. Aber, und das ist mindestens genauso wichtig, auch die Gegenbewegung wächst, und zwar gewaltig. 3,5 Millionen Unterschriften gegen TTIP. Sowas hat es auf europäischer Ebene noch nie gegeben. Mehr als 200.000 Menschen bei der Anti-TTIP-Demo in Berlin. Seit den Hochzeiten der Friedensbewegung hat es kein so mächtiges Lebenszeichen der Demokratie von unten mehr gegeben. Und fürs Erste haben wir mit dieser Art von Aktionen den schlimmsten aller Gegner schon mal matt gesetzt, nämlich das Gefühl der eigenen Ohnmacht. Mir jedenfalls ging es an dem Tag richtig gut. Und da kommen sehr, sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten und Kulturen zusammen. Die wenigsten wissen genau, was sich da hinter dem Kürzel ISDS versteckt. Und noch weniger wissen, was mit Regulatory Cooperation gemeint ist. Aber alle spüren, dass dieser langjährige Trend zur Verschiebung der politischen Macht in die vorparlamentarischen und den transnationalen Raum eine fundamentale Bedrohung ihrer demokratischen Rechte darstellt. Das spüren ganz viele Menschen. Wenn 3/4 aller Befragten ein Lobbyregister und die Offenlegung der Lobbykontakte fordert, wie die jüngste Umfrage von Lobby Control ergab, dann tun sie das ja nicht, weil sie ganz abstrakt irgendwelche demokratischen Prinzipien von Transparenz hochhalten wollen, sondern weil sie ahnen, dass da eine bedrohliche Fehlentwicklung im Gange ist. Und es ist ja auch nicht allein die Zahl der Unterstützer, die wichtig ist. Dazu gehört, dass auch sehr viele gut bürgerliche und gut situierte Zeitgenossen, also potenzielle Multiplikatoren, aufwachen und anfangen, sich in eigenen Gruppen zu engagieren. Ich musste mich vergangene Woche einer OP in einem Zehlendorfer Krankenhaus, also dem Gute-Leute-Viertel hier in Berlin, unterziehen. Und als der Chefarzt las, dass ich Journalist bin, da auf meinem Stammblatt, wissen Sie, was er mich zuallererst fragte? Wie stehen Sie zu TTIP? Ich stand zum Glück richtig und musste um meine Behandlung nicht fürchten. Aber verblüfft war ich schon. Und noch viel stärker ist diese Skepsis ausgebildet unter Juristen. Juristen sind nun mal geeicht auf den Schutz der Grund- und Bürgerrechte. Und genau das steht ja jetzt zusehends durch die Machtzuwachs in diesem transnationalen, supranationalen Raum in Frage. Wenn daraus mehr werden soll, dann sind natürlich Organisationen wie Lobby Control unverzichtbar. Und der grundsätzliche Ansatz ist ja auch genau der richtige. Licht ins Dunkel der Abhängigkeiten bringen. Ja, wir müssen wissen, wer von den Mandatsträgern mit wem worüber verhandelt, wer welche Gesetzestexte schreibt, welche Abgeordneten über ihre beruflichen Engagements und auch als Honorar getarnte Bestechungszahlungen in Interessenkonflikte verstrickt sind. Und jetzt habe ich die letzten 2 Seiten meines Manuskripts zu Hause liegen lassen. Aber ich glaube, das kriege ich noch auf die Reihe. Das ist alles richtig und wichtig, aber es ist nicht genug. Es ist deswegen nicht genug, weil, wie vorhin Regine Richter war es, glaube ich, sagte, die andere Seite auch weitermacht und sich wesentlich weiter und schneller noch entwickelt hat. Und darum glaube ich, dass wir, um wirklich die Demokratie und unsere demokratischen Rechte verteidigen zu können, viel weitere und grundlegende Schritte gehen müssen, als die NGO-Szene es bisher geschafft hat. Wir brauchen ganz dringend und zwingend eine viel stärkere europäische Konzertierung. Ich weiß, die Zusammenarbeit von Lobby Control und CEO ist eine gute Sache. Und ich profitiere ja selber als Journalist auch davon. Aber es ist nicht genug. Wir brauchen gemeinsame europäische Plattformen. Wir müssen zum Beispiel, nur als Beispiel, was Lobbypedia und Lobbyfacts sind prima Sachen, aber die werden doch viel zu wenig genutzt. Die sind europaweit viel zu wenig bekannt. Es wird nicht wirklich öffentlich gemacht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein erster wichtiger Schritt zur europäischen Konzertierung die Gründung einer gemeinsamen Recherchekapazität ist. In Washington gibt es das Center for Public Integrity.
Das ist im Grunde so etwas, an dem viele verschiedene Organisationen mitwirken. Auch das Center for Public Integrity ist in den USA nicht genügend landesweit verankert und vernetzt. Aber es leistet doch eine ganz hervorragende Arbeit bei der Mobilisierung gegen diese wirtschaftlichen Übergriffe in die Politik. Und ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass wir sowas wie ein European Center of Public Integrity, getragen von weit über 100 Organisationen aus allen europäischen Ländern, bekommen. Wir brauchen so etwas. Dort könnten dann erfahrene Researcher wie Erik zum Beispiel zu strategischen Themen die wichtigen Fakten selber recherchieren, zusammentragen, verständlich präsentieren, und auf dieser Basis sollten diese Organisationen gemeinsam beschließen, welche Kampagnen an den wichtigen Dreh- und Angelpunkten, ich sage jetzt mal TTIP, Better Regulation, TISA, gemeinsam zu führen und wirklich in allen 28 Ländern versuchen, Leute dafür zu erreichen. Ein solches Center for Public Integrity könnte ein erster Schritt sein. Wenn man erstmal richtig aufgestellt ist, dann ist wahrscheinlich auch das Funding, glaube ich, gar nicht mehr so ein Problem, gerade weil es dieses massenhafte Gespür dafür gibt, dass da irgendwas ganz grundsätzlich schiefläuft. Dann könnte man in einem nächsten Schritt versuchen, die andere Seite mit den Waffen zu schlagen, die sie sonst selber nutzt, nämlich mit dem Recht und den Gerichten. Ja, Richter entscheiden oft auch im Sinne der wirtschaftlich Mächtigen. Trotzdem gilt, das Grundgesetz, die Verfassungen der EU-Mitgliedsländer und die Menschenrechtscharta der EU sind ein sehr scharfes Schwert, wenn sie in die Hand der richtigen Juristen kommen, die dieses Recht anwenden auf das, was in diesem vorparlamentarischen Raum, wenn man so will, im unkontrollierten Rechtsraum der Eurozone und Europas geschieht. Und ich glaube, wenn man dafür die richtigen Kapazitäten gewinnt, die richtigen Professoren und das richtige Funding, dann könnte man auch vor den Gerichten noch weit größere Erfolge erzielen, als es bisher der Fall ist. Ich erinnere nur an die letzten beiden Urteile des Europäischen Gerichtshofs gegen Facebook und Co. in Sachen Datenschutz. Das war ein starker Hinweis darauf, dass der EuGH künftig seine Aufgabe als Hüter der Menschenrechtscharta endlich ernst nimmt. Darauf können wir bauen. Und jetzt kommt der schwierige Teil. Ich weiß, ich bin nun nicht gerade der Typ, der NGOs Ratschläge geben sollte, weil ihr wisst es doch alle selber viel besser, wie man es macht. Und ich habe ja eigentlich auch gar nicht richtig viel Erfahrung. Ich habe selber nie wirklich was Großes organisiert, außer vielleicht mal eine Journalistenkooperation und so weiter. Trotzdem traue ich mich jetzt und bitte vorab um Entschuldigung. Ich habe festgestellt, ich habe nun sehr viel mit NGOs zu tun, dass auf eine gewisse Art und Weise die ganze große NGO-Community ein bisschen zu unpolitisch ist. Jetzt werden Sie sagen, na, Moment mal, also Aktivisten wie Uli Müller und so, die sind ja nur automatisch politisch, sonst hätten sie ja das ganze Anstrengung für relativ wenig Bezahlung ganz gewiss nicht gemacht. Ja, das stimmt, natürlich sind sie politisch. Aber politisch sein heißt eben auch, dass man selber versucht, aktiv zu werden, da, wo Gesetze und Regeln gemacht werden, nämlich in den Parlamenten. Und das bedeutet, rein in die Parteien. Ich weiß schon, ich kenne die Reaktion. Parteien. Das riecht nach Ochsentour, das riecht nach faulen Kompromissen im Hinterzimmer, das riecht nach eitlen Narzissten, die sich vor den Kameras spreizen und Wortmüll von sich geben. Stimmt alles. Aber das Problem ist, wenn sich so viele Menschen wie heutzutage davon abschrecken lassen, dann bedeutet es, dass nur noch Karrieristen und Opportunisten in die Parteien gehen. Wenn aber nur noch Karrieristen und Opportunisten in den Parteien agieren, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn nur noch Karrieristen und Opportunisten regieren. Und gerade deswegen sind sie dann so anfällig für Erpressungsmanöver, weil sie nämlich dann, wir haben keine Leute mehr mit Überzeugungen, die da sind. Das Verrückte ist, ich meine, ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass ich das jemals sagen würde, aber ich glaube, der letzte führende Politiker in Deutschland, der wirklich noch Überzeugungen hatte, war Helmut Kohl. Weil man kann über seine korrupten Geschichten mit Siemens und Co. kann man alles Mögliche sagen, aber in der Europafrage war der Mann absolut zuverlässig und er hätte niemals ein solches Monstrum wie Troika und diese Vergewaltigung von Griechenland, hätte Kohl niemals zugelassen, weil er wusste, dass es ein grundsätzliches Vergehen gegen die Idee der europäischen Einigung war.
Unser Problem ist, dass vergleichbare Leute dieser Größenordnung nicht da sind. Und die werden auch nur dann in der Politik sein, wenn gerade Leute wie Sie aus der NGO-Community, die politisches Bewusstsein, Erfahrung, Organisationswissen, Argumentationsstärke, Rhetorik, alles das, was man braucht in der Politik, das haben Sie und das wird dort gebraucht. Ja, ich möchte Leute, ich nenne jetzt mal hier die beiden Gründer, mit denen ich zuallererst zu tun hatte, Leute wie Uli Müller und Heidi Bank im Bundestag und im Europäischen Parlament sehen. Damit sie dort meine demokratischen Rechte verteidigen und das in Anschlag bringen, was immer noch das schärfste Instrument zur Durchsetzung von Demokratie ist und bleibt, nämlich die Transparenz und die Aufklärung oder die Beantwortung der Fragen, die ganz zufällig auch die Leitfragen meiner eigenen journalistischen Arbeit sind. Cui bono, wem nutzt es und von wo nach wo fließt das Geld? Wenn diese beiden Fragen bei allen politischen Maßnahmen jeweils wirklich ehrlich beantwortet werden, dann sind wir auf dem Weg zur Rettung der Demokratie ein ganz großes Stück weiter. Ich gebe zu, die Erkenntnis ist nicht wirklich neu. Immanuel Kant hat sie schon 1795 geschrieben. Und das wörtliche Zitat kann ich Ihnen jetzt leider nicht vorlesen, weil ich idiotischerweise den letzten Zettel zu Hause gelassen habe. Aber es lautete sinngemäß: Ein Plan oder eine Forderung, für die sich der Autor nicht traut, Publizität zuzulassen, kann unterm Strich nur Unrecht sein. Immanuel Kant hatte recht. Dankeschön.